Hey Leute, hier ist David aus Australien. Wie geht's euch? Die Emmy hat mir geschrieben, oder Ami hat mir geschrieben, und ich muss ja ein bisschen schmunzeln, weil die eine Frage ist echt witzig. Zumal, wenn man sie wirklich mir stellt. Und zwar hat es was mit Körperhygiene zu tun. Und zwar fragt sich die Emmy, wie es denn so auf den Camping, wie die Duschen sind auf Campingplätzen etc. und ob man sich da die Haare färben kann. Nun weiß ich nicht, ob ihr das schon festgestellt habt, aber ich bin jetzt nicht so der Typ, der sich sehr, sehr häufig die Haare färbt. Und ich habe jetzt noch nicht drauf geachtet, ob es irgendwo, erst recht auch nicht bei den Männern. Also ich bin wahrscheinlich echt der komplett fälscheste Typ überhaupt, dem man diese Frage stellen kann. Ich habe bisher noch keine Schilder gesehen, bitte nicht die Haare färben. Allerdings, ja, wie gesagt, das soll nicht heißen, dass man sich die Haare färben darf. Ich weiß es schlichtweg nicht. Okay, aber du fragst noch zwei andere Fragen. Und zwar, Entschuldigung, achso, ob es billiger ist, ich komme jetzt gar nicht drüber weg. Möchtest du gerne wissen, ob es billiger ist, ein Auto in Cairns zu kaufen? Pass auf, ganz einfach, ganz kleiner Tipp von mir, geh auf die Seite carsales.com.au und schau einfach, was die Autos in Cairns kosten. Ja, das ist praktisch ein Autoanzeigeportal, was sie in Cairns und was sie in Sydney kosten. Und da kannst du dir selbst ein sehr gutes Bild machen, was so die Kostenunterschiede sind. Ja? Denn ich weiß jetzt nicht ganz genau, was du für ein Auto kaufst oder gerne haben möchtest etc. Ist auch sicherlich saisonal abhängig. Aber wie gesagt, geh auf carsales.com.au und dann kannst du das sehr, sehr schnell selber herausfinden und jederzeit immer aktuell sozusagen erfragen, ja? Okay, und dann fragst du noch, Ami, du fragst noch, ob man nach einem einjährigen Aufenthalt einfach ein normales Urlaubsvisum haben kann und dran sozusagen 3 Monate ranhängen kann. Bin ich mir jetzt nicht ganz genau sicher. Schau einfach mal auf die Seite der Immigrationsbehörde von Australien nach, da ist es ganz genau erklärt. Meiner Meinung nach, so wie ich es bisher immer verstanden habe, muss man, wenn man kein Anschlussvisum hat, das Land verlassen. Ich weiß jetzt nicht, ob man ein Urlaubsvisum von Australien aus beantragen kann. Wahrscheinlich, so vermute ich jetzt, ist eine reine Vermutung, kann man es nicht. Ein Urlaubsvisum muss von außerhalb von Australien sozusagen beantragt werden. Du könntest jetzt natürlich einfach mal kurz nach einem Abstecher nach Thailand und dann nach Neuseeland machen, dort einen Urlaubsvisum beantragen. Das wird ja sofort ausgestellt. Macht mal alles online und dann wieder zurück nach Australien. Allerdings wirst du auf diesem Urlaubsvisum nicht arbeiten können. Ja, das heißt also, das Geld, was du für den 3-monatigen Aufenthalt dann benötigst, solltest du vorher schon sozusagen verdient haben. Ja. Okay, ich gucke gerade schnell nach, ob du noch eine andere Frage hast. Nee, hast du jetzt soweit nicht. Ansonsten, ja, wenn jemand anders, der Ami, ich muss darauf nochmal zurückkommen, der Ami vielleicht die Frage beantworten kann, ob man in Australien die Haare auf dem Campingplatz in der Dusche färben kann, dann würde es mich freuen, wenn ihr einfach mal der Ami hier an der Stelle weiterhelft. Ansonsten, wenn euch das Video trotzdem geholfen und gefallen hat, dann liked es, würde mich sehr freuen. Und vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren, wenn ihr von mir zum Thema Australien auf dem Laufenden gehalten werden wollt. Also, bis später.